Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum A Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter hier aktuell vom Heras. Heißt der Heras Tower? Wie heißt das Ding? Tower of Hera. Ja, irgendwie so, ne? Genau, unser nächster Dungeon. Ich glaube, den können wir auch komplettieren hier. Ich bin mal gespannt. Da oben ist auf jeden Fall eine fette Schatzkiste. Da würde ich gerne mal vorbeischniegen. So. Matsch. Und Matsch. Okay. Diese Dinger hier, die eignen sich doch als Sprungbrett, ne? Wenn ich mich jetzt hier draufstehe, komme ich da hoch. Jo. Dann komme ich hier rüber. Ich muss auch darüber. Die Frage ist, wie? Ja. Aber kann ich mich einfach über den hier? Nee. Hä, aber wie soll denn das gehen? So, warte mal. Wir gehen hier rein. Oder kann ich... Hier geht's raus. Ah, hier gibt's auch eine Schatzkiste, cool. Mit einem Mai Mai. Dann kann ich dann vielleicht hier einfach irgendwie... Das geht natürlich nicht. Nee. Okay. Dann muss es ja irgendwie von hier aus gehen. The question is wie. Achso, ich komme da über den Türrahmen einfach drüber. Alles klar, das sah für mich so aus, ob ich da wieder hängen bleibe. Aber nein. Das funktioniert. So. Jetzt ballern wir uns erstmal hier hin. Oh Gott. Hammer ist sehr gut gegen die. Geil. Geil. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da ist der kleine Key. Und dann wieder nach oben. So. Das war doch schon mal ganz erfolgreich. So, hier können wir... Wo kommst du denn her? Den hatte ich wohl vergessen. Jetzt... Ja. Geht's hier weiter? Kann ich das mit der Bombe vielleicht lösen, das Problemchen? Na, nicht ganz. Ah, geil. Okay, schön. So, was machst du da? Tschüss. Okay, ich hau die mal eben weg. Ah, ich bin so ein bisschen heiser unterwegs noch. Aua. Ciao. Jo. Schlüsselhammer. Da müssen wir uns vielleicht von oben runterfallen lassen. Oder... Nee, ich denke, wir können den hier machen. Die-da-di-dai und die-dl-dum. Nice. Okay. Weiter geht's. Warte mal, hier sind noch so Außenplattformen. Außen. Aber ich glaube, das ist schon für hier, ne? I guess yes. So. Okay, ich habe wieder einen Schluck Kaffee dabei. Oh Gott, nein. Nicht jetzt. Ich wollte gerade Kaffee trinken. Ah. Okay, einer geht vielleicht. Jetzt muss ich was machen. Oder auch nicht. Okay. Aha.
Aha. Natürlich, das sind einfach nur Herzchen. Ach. Ja, ich fahre mal noch eine Runde, ne? Macht Spaß hier. Ist ein nice View. Ja, ich dachte, da liegt vielleicht noch was Interessantes auf der Plattform, aber nee. Okay. Ach nee. Kumpel. Das nervt mich doch nicht hier. Tschüss. So. Jetzt aber. Okay, wir haben es geschafft. So, weggeballert. Der auch. Und ich gehe mal davon aus, da... Mal den. Perfekt. Okay, weiter ins nächste Stockwerk. Number 5. So. Ein Mai Mai. Und da geht's wieder raus. Okay. Ach du Scheiße. Bin gespannt, ob man hier irgendwo ein schönes Item bekommen. Du hast gesehen, der wollte mich einfach runterschmeißen. Die Sau. So, da ist ein Herzchen drin. Da ist eine Plattform. Hier? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Da kann man her. Okay, bedeutet, wir müssen eigentlich hier längs, ne? Genau. Vielleicht können wir hier noch was machen. Warte mal kurz. Energie, Energie. Ist einfach nur für Geld? Okay. Nö, brauche ich nicht. So notbedürftig bin ich dann auch nicht. Ja, Hammer ist schon geil, ne? Ist halt nur ein bisschen langsam. Dim, 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 dim. Yay, ein Teleporter. Nice. Okay, da liegt doch wieder ein Key. Was bringt mir das denn, hier hochzufahren? Ah, dann bin ich direkt im nächsten Stockwerk, oder? Aber wir müssen hier irgendwo nochmal runter. Genau. Und zwar auf jeden Fall da. So. Der Kompass, das ist gut. Können wir gleich mal gucken, ob wir irgendwo was vergessen haben. Aber sieht gut aus, ne? Ja, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und können auch noch ein bisschen was abholen. 1, 2, 3 Schatzkisten. Und einen Schlüssel. Cool. Na dann. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ballern den hier auch noch weg. So, hier haben wir erstmal noch eine Schatzkiste irgendwie außerhalb. Auch sehr interessant. Nein. Zack. Ach nee. Da brauche ich, glaube ich, eine Fernkampfwaffe. Zack. Aha. Ah. So.
Nehme ich ihn da. Wir nehmen nochmal einen Hammer. So. Dann machen wir den hier. Dann hauen wir uns hier mal runter. Holen uns den Key. Das sind aber 50 Rubine. Aber wir haben ja auch einen Schlüssel. Okay. Dann geht's hier wieder hoch. Und dann gehen wir erstmal hier rein. Oder raus. Wahrscheinlich eher. Und hier geht's wieder. Hier geht's wieder direkt nach oben. Ach nee. Ah. Doch. Aber, warte mal. Ich kann wahrscheinlich hier noch. Ah nee, was? Das geht nicht. Gott sei Dank. No! Scheiße. Okay. Verstehe. So, jetzt. Okay, aber von hier aus müsste es gehen, ne? Zur Schatzkiste zu kommen. Kacke, ich muss mich eigentlich hier runterfallen lassen. Oh oh. Ja, wo waren das jetzt etwa? Doch da, ich sehe es. Zack. Ja, der Big Key. Okay. War eigentlich eine optionale Schatzkiste, oder? Normalerweise. Denke ich zumindest. So, da müssen wir nochmal eine Runde fahren. Okay, Boss-Key haben wir schon mal. Sehr schön. Bin auch gespannt, ob wir den plätten können, den Boss. Das ist ja hier immer so eine Sache. Wir haben ja immer noch nicht das Schwert. Zack. Okay, hier kommt es ein bisschen auf Timing an, ha? Huh? Okay. Und schon wieder ein Kampf. Oh, nee. Ich habe kein Schild. Aber hat trotzdem geklappt. Was ist das? Guck mal, da unten drunter ist noch so ein Feenbrunnen oder so, oder? Ah, mit einer... Hä, ist voll der Secret Room. Der war nicht mal eingezeichnet auf der Karte, oder? War das eingezeichnet? I'm not sure. So, 100 Rubine. Dann geht's wieder hoch. Und ab in die nächste Etage. Zack. Was macht der Schalter? Keine Ahnung. Achso, wir haben mehrere Schalter. Ist ja auch eklig. Okay, wir haben mehrere Schalter. Aber, okay. Dauert ein bisschen, ehe die wieder ausgehen. Ich nehme mal einen Kettenbumerang. So, da kommt der runter. Bringt's mir was, die Gegner hier umzubringen? Ich glaube nicht. So, hier haben wir alles, ne? 8, 7, 9, 10. 11 geht jetzt weiter mit einer Schatzkiste. Okay. Zack. Da. Okay, ich sehe schon. Das war doof. Okay, kommt wieder ein bisschen auf Timing an. Am besten wahrscheinlich, wenn er jetzt gerade hier losfährt. Perfekt. So, ein Maimai. Ach Mann. Ja, wir haben halt viele Maimais wieder bekommen, ne? Aber ansonsten... Ja, wir sind durch. Ja. Ich weiß nicht genau, was 12 und 13... Also 13 ist der Boss und 12 weiß ich nicht genau. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall... Okay. Boss Time. Let's go. Wir gehen wahrscheinlich auf den Gipfel. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn der Boss hier? Ich bin gespannt. So. Ist das hier? Okay. Keine Ahnung. Ach nee. Boah. Ekliges Vieh.
Geht aber mit dem Hammer klar. Mit dem Schwert. Wäre es leichter. Boah, was? Mit dem Hammer zwei Hits? Hahaha, okay. Okay, war jetzt doch leichter als ich dachte. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen länger. Ich dachte, er wird immer schneller und dann sind wir richtig genervt, wenn wir den nie treffen. Aber war relativ geil. Und Mai, hey. Hallo. Touch it. So, das ist er hier. Außen, Tower. Huh? Heras. Heras. Tower of Heras. TR. So. Aber das ist auch TR. Hä? Ah. Aber das ist Tower of Heras, ne? Muss eigentlich Tower of Heras sein. Auf Hera, genau. TR. Hallo? Und ihn? Ich weiß nicht mehr, wie bei ihm das Ding hieß. Muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, warum ich bei ihm TR eingetragen habe. Egal. Gut, Leute, wir haben einen weiteren Dungeon abgeschlossen. Jetzt haben wir das Kreuz beim Schloss of Hyrule. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt nach Hyrule nochmal sollen. Weil theoretisch fehlt uns ja dieser Akt, wo wir gegen Arcanum kämpfen. Nicht gegen Arcanum, sondern gegen... Ach, ihr wisst schon, den Zauberer. Nee, das verwechsel ich wieder, ne? Ja, ich verwechsel das gerade wieder. Okay, ja, wir gehen einfach mal nach rechts jetzt. Bisschen Zeit haben wir noch in der Folge. Enterhaken haben wir auch. Zack. Und dann... Oh Gott. In Leune. Was geht? Ja, die machen auch Schaden. Ich komm nicht mehr zum Schlagen, ey. Boah. Nee, komm. Ich ignoriere den. Das juckt die auch nicht mal, wenn ich die stunnen will. Da ist er. Dem muss ich die Milch geben, glaube ich, ne? So. Ja, genau. Hier muss man so ganz komisch runterfahren. Ich erinnere mich. So, können wir gleich machen. Oder beziehungsweise machen wir vielleicht in der nächsten Folge dann. Ich gucke aber erstmal schnell hierher. Ich höre auf jeden Fall Mai Mai. Aha. Zack. Alter, Bogen auf Licht. Ja, die Sache ist, das brauchen wir halt wirklich nur für den Boss. Ne? Habt ihr auch schon in den Kommentaren erwähnt. Aber wir haben ihn. Ist doch geil. Schön. Dann haben wir das jetzt auch. Ansonsten gehen wir hier nochmal kurz rein. Ah ja, hier brauchen wir einen Enterhaken. Zack. Ja, das können wir noch machen in der Folge, würde ich sagen. Und dann, im nächsten Part können wir ja hier rapsteigen. Ja. Machen wir das nochmal eben. So, wie war das denn? Wir können uns jetzt hier so ranziehen, ne? Und dann... Und dann können wir doch aber direkt mit der Wand fusionen, oder? Genau. So, dann könnten wir hier jetzt lang gehen. Frage ist, was bringt uns das? Hier bringt es uns schon mal nichts. Hier geht es aber auch noch lang. Da können wir schon mal ein bisschen Geld holen. Oh Gott, jetzt wird es knapp. Okay, das bringt uns schon mal gar nichts. Möglicherweise auf der anderen Seite lang. Und den Schalter aktivieren. Ja, ich glaube, das ist es. Jupp. So, zack.
So, und dann Schalter, ne? Zack. Was macht der denn? Aha. Dann kann ich mich da dran ziehen. So. Und jetzt kann ich hier die Wand lang latschen. Komm ich hier hoch. Schalter. Okay. Da sind wir doch schon bei der Schatzkiste, oder? Das müsste doch schon gewesen sein hier. Dim, dim, dim. Nee, Kacke. Was denn jetzt? Ah, okay. So, jetzt muss ich auf die Plattform hier warten. Zack. Und jetzt sind wir bei der Schatzkiste. Alles klar. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch ein schönes Item bekommen. Ein Mai Mai. Naja, immerhin. Gut, Leute. Freue ich mich. Haben wir zumindest den Lichtbogen bekommen in dieser Folge. Haben einen weiteren Dungeon abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part steigen wir mal... Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Das war's hier. Höchstens dann in der Schattenwelt hier. Müssen wir nochmal gucken. Ja, müssen wir dann gucken, wenn wir in der Schattenwelt sind, was wir hier noch machen können. Aua. Gut. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Malink Between Worlds Randomizer. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüssi.